Ilka, ich möchte ganz gerne für meine Tochter, lach nicht so, eine Jeans nähen oder eine Hose nähen, die multifunktional ist. Und du hast mir gesagt, das ist die Hose mit den 1001 Möglichkeiten. Du kannst die Hose... Zeig mir doch mal den bunten Strauß an Möglichkeiten. Ja, ja, endlich. Also wir fangen mal hinten an. Du kannst die Hose ganz klassisch ohne Tasche verarbeiten. Einfach nur hier mit einer Passe, die ist drinnen, das finde ich sehr hübsch. Das macht nämlich einen schlanken Hintern, das habe ich bei den Jeans auch schon entdeckt. Du kaufst die auch, oder? Ja, ich brauche die zwar nicht, weil ich sowieso so einen riesen Bauch habe, dass man nicht mehr auf den Hintern guckt, aber... Ja, hier ist die Hose jetzt ohne Passe genäht. Kannst du auch, zeige ich dir, wie man das macht. Und mit der aufgesetzten Tasche. Die aufgesetzte Tasche haben wir ja schon mal in einem separaten Video gezeigt. Genau, das ist die aufgesetzte Tasche. Oben umbügeln, steppen, nächsten Seiten umbügeln und aufsteppen. Das ist eine Hose sowohl für Jungs als auch für Mädchen. Ist Unisex, ja. Weil ich würde jetzt nicht für... sie so eine Tasche drauf nähen, ich würde das ein bisschen anders machen. Was habe ich denn vorne für Möglichkeiten? Du hast auch noch die Möglichkeit, eine Pattentasche zu machen. Eine was? Eine Pattentasche. So, hier. Da, 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 da. Ah ja, das finde ich jetzt schon ein bisschen besser. Ne? Legen wir die mal zur Seite. So, hier. Das ist einfach. Du nimmst hier die Tasche. Ganz kurz, bevor du anfängst, weiter zu erklären, ich habe auch die Möglichkeit, was habe ich noch für Möglichkeiten vorne? Ich kann das hier machen, ich kann hier unten so einen kleinen Gummizug reinmachen, weil das finde ich schön, für wenn die noch kleiner sind. Du kannst die Hose ganz klassisch absteppen und du kannst die Hose eben mit dem Gummizug, also da musst du und vorne kann ich auch irgendwelche Taschen machen. Ja, du kannst hier die Einschubtaschen machen, du kannst sie aber auch gefaked machen und einfach nur aufsteppen, das ist auch möglich. Und hier Abnäher am Knie, finde ich total schön. Ja, der Hose auch nochmal ein bisschen Pfiff. Ich habe es jetzt hier farbig abgesteppt, kannst du natürlich auch genau in der Farbe von der Hose absteppen, dann ist es nicht so sichtbar. Mhm. Und ja, auch wenn du jetzt mal hier einen coolen Strickbund nimmst und eben, ich zeige das jetzt auch hier mal in einem gemusterten Stoff, kannst du dann der Hose verschiedene Optiken verleihen. Gut, und welche Hose nehmen wir jetzt? Die hier. Also keine Jeanshose? Nein, die habe ich jetzt schon oft genug genäht, da hatte ich jetzt keine Lust mehr drauf. Okay. Ja, wir fangen mal hinten. Eins möchte ich noch kurz zu dem Vorderteil sagen. Hier, wir haben einen gefakten Reißverschluss. Und, also da ist kein Reißverschluss drin, weil macht ja keinen Sinn. Bund ist geschlossen, aber schaut trotzdem hübsch aus. Und wenn du da keine Lust drauf hast, dann schneidest du den Beleg weg, klassisch wie wir das kennen. Und nähst hier wie bei allen unseren Hosen einfach nur die vordere Seitennaht zu. Und dann könntest du hier sozusagen so eine also Linie ziehen und den Reißverschluss so optisch aufsteppen. Meine Tochter nicht komplett das Gefühl hat, sie macht noch in die Windel. Genau, aber eigentlich ist die Geschichte sehr schön und die zeigen wir auch. Aber wollte ich nur mal erwähnen, auch das geht. Also du kannst hier wirklich... oft mit rumspielen. Jetzt fangen wir erstmal mit der Pattentasche an, wie die gemacht wird. Die braucht man nämlich nicht nähen, weil das habe ich schon vorgefertigt. Das ist nämlich wirklich sehr einfach. Diese Tasche hier, die nähst du rechts auf rechts, rechts auf rechts, einmal rundherum. Schneidest die Ecken, verriegeln machst du hier und hier. Hier schneidest du die Ecken zurück, einmal rumdrehen, ausbügeln. Wenn du möchtest, einmal hier rundherum absteppen und dann legst du das ist hier das Hosenbein, das hier ist die Passe, legst du die hier rechts auf rechts hier rein, nähst hier einmal entlang, versäuberst das Ganze und dann ist es auch schon fertig. Also das ist machbar. Wichtig, dass man das Hinterteil von der Hose trifft. Das ist das Hinterteil. Und wenn du jetzt die Schrittnaht nähst, dann solltest du gucken, dass die Naht hier sauber auf die Naht trifft. Und du kannst die Passe, wenn du möchtest, dann von außen hier nochmal einfach absteppen oder doppelt absteppen, alle Variationen. Das wäre der erste Schritt bei der Hose. Gut. Und dann? Dann habe ich hier das Vorderteil. Das Vorderteil, habe ich ja eben schon erwähnt, ist mit diesem angesetzten Reißverschluss. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier in dem Video ganz gut. Hier ist die Ecke,
ein Zentimeter weiter hoch, setze ich an und nähe hier sozusagen einmal hier in der Rundung rein. Und dann klappe ich das auseinander und bügel das Ganze hier im Verlauf hoch. Das sind auch hier oben nochmal Zwicke im Schnitt. Hier ein Reißverschluss. Du könntest rein theoretisch jetzt hier so einen Reißverschluss einnehmen, das haben wir ja schon gezeigt. Nur dann brauchst du natürlich einen Bund, der aufgeht, sonst macht der Reißverschluss keinen Sinn. Nee, das ist mir schon klar. Nur das ist jetzt für den Fake. Ja, richtig, genau. Okay. So, und dann bügelst du das jetzt entweder in die Richtung oder in die Richtung. Ja, Mädchen-Reißverschlüsse gehen, jetzt muss ich selber gerade gucken, in die Richtung und Jungs gehen in die Richtung. Ich habe auch einen Fake-Reißverschluss, weil ich hier gerade meinen Megalappen drüber habe. Diese schönen Schwangerschaftsbuchsen. Genau, also für Mädchen zeigt jetzt der Reißverschluss in die Richtung. Ich hoffe, ich habe es jetzt gerade richtig gezeigt. Kannst aber sonst auch nochmal im Kleiderschrank nachgucken. So, jetzt stecke ich mir das fest. Und wenn ich es jetzt nicht mir zutraue, freihändig zu nähen, dann nähe ich jetzt hier unten von der Kante einmal hier oben hoch und kann mir hier sozusagen meinen gefakten Reißverschluss jetzt einnähen. Ich bin ja jetzt sowieso nicht so der Reißverschlusstyp, aber wir können das dann. Ich finde es aber optisch eine super schöne Sache. Gut. Da sind wir uns mal wieder einig. Guck mal, das schaut doch einfach total hübsch aus. Ja, das sieht sehr hübsch aus und das müssen wir auch zeigen. Ja, so, jetzt kommen die Taschen. Dann kommen die Taschen. Spannend. Die nähe ich einfach nur drauf, oder? Ja, ja, immer alles ganz einfach. Du hast zwei Möglichkeiten. Also so sieht der Schnitt aus. Und im Schnitt ist einmal der Schnitt für die Tasche und einmal eine Bügelhilfe. Und zwar kannst du dann, die Bügelhilfe ist 1 Zentimeter kleiner, hier, also schmaler, da und da geschnitten. Dann kannst du nämlich über das Papier das so drüber bügeln. Ach so. Hier habe ich auch ein bisschen eingeschnitten, weil sich das dann einfach gefälliger in die Rundung legt. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, weil natürlich die Tasche und die Tasche gleich sein müssen. Also da bügelst du vielleicht mal ein bisschen dran rum, aber es lohnt sich. Und dann steppst du nur diese obere Kante einmal ab, weil die muss ja frei bleiben, legst dann das Teil hier drauf, steckst das links und rechts fest, dass das gleich positioniert ist und steppst die untere Kante. Und dann hast du eigentlich auch schon diese aufgesetzte Tasche. Das kannst du ganz am Anfang machen oder wenn du es zusammengenäht hast, wie du möchtest. Das wollte ich jetzt nur mal zeigen, ist eine Alternative mit einem Schrägband. Dann müsstest du das hier logischerweise 1 Zentimeter hier kürzer schneiden, einfach nur das Schrägband rumnähen. Kann auch hübsch aussehen bei so einer gemusterten Hose oder unifarbenen Hose. So, das ist eigentlich auch schon alles, was zu diesen Taschen. Und dann näht man am Ende vorne und hinten zusammen. Genau, jetzt gehen wir an die Nähmaschine, nähen die Schrittnaht und nähen dann gerade hier die Seitennähte und dann wird das alles hier miteinander verschlossen. Bunt klassisch dran nähen und dann ist die Hose eigentlich auch schon. So, bevor wir jetzt die Hose zusammennähen, Conny, kann ich dir jetzt einmal zeigen, generell, wie man Abnäher näht. Das sind die Sachen für die Knie, ne? Das ist die Sache für die Knie und ja, das ist natürlich auch für Röcke oben am Bund, also ist immer wieder das gleiche Prinzip. Ich habe es jetzt mal hier mit Bleistift eingezeichnet. Mit Bleistift ist okay auf die linke Seite. Du könntest natürlich jetzt auch hier nur eine Nadel stecken, wenn du schon ein bisschen geübter bist. Also im Schnitt sind diese Abnäher eingezeichnet. Jetzt ist es so, dass du hier die zwei Linien aufeinandertreffen lässt und der Abnäher im Endeffekt von der Kante dann bis zu diesen zwei Linien genäht wird. Ich fange gerne immer von hinten an. Und zwar näht man die Abnäher in einem leichten Bogen. Ich verriegel jetzt erstmal hinten. So. Und jetzt lasse ich die in einem leichten Bogen hier an der Kante auslaufen. Verriegel auch vorne wieder, schneide das ab. Je kleiner die Abnäher, desto kleiner der Bogen. Man sieht es jetzt hier kaum. Beim Hosenbein kannst du die auch direkt schräg abnähen. Und dann siehst du das, wenn wir das jetzt auf die andere Seite klappen. So, da ist jetzt der Abnäher genäht. Die bügelst du jetzt alle entweder die obere nach unten und die untere nach oben. Und dann könntest du jetzt hier nochmal auf dem Abnäher, der ist jetzt hier nach unten gebügelt, das Ganze bis vorne zur Spitze vom Abnäher
einmal ganz knapp kann ich absteppen. Das haben wir ja vorhin gezeigt bei der Hose Matti, wie toll das aussehen kann. Du kannst sie natürlich auch nur bügeln und ganz clean lassen. So, das ist auf jedem Hosenbein. Bei der Hose sind es jetzt 4 Mal. Und ja, das war eigentlich schon das Thema, wie man Abnäher näht. Also es ist nicht schwierig. Und jetzt machen wir gleich weiter. So, jetzt nähe ich hier bei der Hose Matti erstmal die hintere Schrittnaht zusammen und wie ich vorhin gesagt habe, gucken, dass hier die Passennaht auf Passennaht trifft. Danach würdest du die natürlich jetzt versäubern oder hast sie vorher schon versäubert. Habe ich jetzt gerade schon alle reingenäht. So, dann sieht es hier ganz süß aus und es ist wirklich nicht schwer. Jetzt nehme ich das Vorderteil. Jetzt kann ich mal zeigen den Reißverschluss. Ich nähe das ja immer ganz gerne so ein bisschen nach Gefühl. Also ich lege den jetzt mal rein. Da unten habe ich jetzt meine Ecke, meine Kante und jetzt nähe ich das einfach so im Bogen rein. Hier bei dem Stoff sieht man natürlich jetzt die Naht nicht so gut, aber es ist jetzt hier alles versäubert, es ist alles fix. Und jetzt lege ich das Vorderteil auf das Rückenteil und nähe jetzt die Seitennähte zusammen. Und dann wird da auch schon langsam eine Hose draus. Dann kann ich nämlich gleich zeigen, so, und damit ist die Tasche nämlich wunderbar an der Seite hier mit rein verstürzt und ganz sauber. Und wenn ich nachher mein Bündchen annähe, das haben wir ja auch im separaten Video schon erklärt und sich mal gezeigt, und dann wird hier die ganze Sache hier oben sauber mit verstürzt. Und sieht echt süß aus. Ja, ist einfach, und dann sagen wir mal viel Spaß mit der Hose und viel Spaß beim Nachnähen.